Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Bei mir hat gerade der Postbote geklingelt mit meiner Dolin Beats Bestellung. Ich habe natürlich wieder bestellt gehabt. Wie soll es auch anders sein? Bei den Wochenenddeals konnte ich natürlich nicht wieder dran vorbeigehen. Und das wollte ich euch mal zeigen. Entschuldigung, gerade mal einen Schluck genommen. Und ja, ich sage euch auch gleich die Preise dazu. Ich habe sie hier neben mir liegen. Wie gesagt, es war viel aus Wochenenddeal. Das wird natürlich jetzt alles wieder ein bisschen teurer sein. Als erstes haben wir hier solche Rondell-Aufbewahrungskisten. Da weiß ich, die kommen auf alle Fälle 91 Cent kamen die. Ja, zwei Stück. Groß sind sie nicht. Die sind wirklich ja, sehr klein, finde ich. Aber für minimale Sachen ist das natürlich top. Eigentlich ganz niedlich gemacht. Ganz süß. Mal sehen, was ich reinmache. Ich habe hier noch ein paar Perlen rumfliegen. Schauen wir mal. So, dann haben wir dieses grüne Stoffband, diese schönen Blätter, das habe ich bei euch schon öfter gesehen und fand das so toll und habe mal geguckt und teuer sind die ja gar nicht. Ne? Ich dachte immer, die kommen so 2-3 Euro, habe dann mal geschaut, ich glaube, die kamen nur 1,10 Euro, 1,13 Euro. Ich müsste jetzt mal gucken. Stoffband weiß? Nee. Ich glaube 1,13 Euro. Jetzt finde ich es gerade nicht. Doch, da. Stoffbänder grün. 10 Meter. 1,13 Euro. Also ich finde das ist ein Top-Preis. So, dann. Nee, Schnucki, das wird nichts, was du da machst. Jetzt versucht er hier hochzukommen. Nee, der will in die Kiste gehen. Das war ja klar. Schnucki, ich will doch das Zeug rausnehmen. Nicht, dass du da... Oh, naja, Katze, Kiste, ist klar. So, dann haben wir hier blaues Lederband. Das war auch im Wochenendsale für 91 Cent, denke ich. Weil sonst hätte ich es. Azurblau geflochten Kunstleder. 91 Cent, 10 Meter. Das ist auch sehr schön. Es fässt sich toll an. Fässt sich richtig gut an. Und es ist wirklich sehr hübsch. Mal sehen, was ich damit mache. Für 91 Cent. Das ist klasse. Das ist top. Ich liebe den Laden. Also man findet da wirklich ständig irgendwas. So, was haben wir denn hier noch? Ach, genau. Diese kleinen Fläschchen. Ich zeige euch erstmal die Nummer. So. Die kleinen Fläschchen waren auch Schnubi für 91 Cent. Kühlschrank. Ich gucke noch mal kurz. Schnucki. Was denn du? Ich denke 91 Cent. Ich finde es gerade nicht, aber ich habe das noch so im Kopf. Das sind diese kleinen Fläschchen. Oh. Das ist auch schick. Mit Glitzer. Boah, die sind richtig toll. Die gefallen mir richtig gut. Sag mal, der wedelt mir mit seinem Schwanz im Gesicht rum. Haust du ab? Schnucki. Gut, okay. Leg dich hin, Spatze. Willst du haben? Nee, gut. Sehr schön. 91 Cent kamen die. Pack ich nachher wieder ein. Nee, Spatzelchen. So, was haben wir denn hier noch? So schön. Ah ja. Ey, bist du auf? Nicht mal rennen.
So, da haben wir hier Sticker. Hey, der spinnt hier gerade rum. Hörst du auf? Katzensticker. Kann ich natürlich nicht dran vorbeigehen. Ich habe ja hier eine sitzen. Nicht nur wie Maus. Die kamen, die waren nicht im Sale. Sticker. Nee, das sind die Eulen. So lang ist die Liste gar nicht. Ich frage mich, warum ich das nicht finde. Hey, hörst du jetzt auf? Mach das doch mit Absicht. Jetzt will der wieder spielen, wenn ich hier filme. Du hast doch einen Knall. So, ich finde es jetzt nicht irgendwie komisch. Steht das nicht mit drauf? Also ich weiß, dass ich sie bestellt habe. Sag mal. Oh, Schnuppi. Ey, hallo. Ich muss hier gerade mal... So, ich habe mir jetzt mal weggeschickt. Der lenkt hier nur ab. Komm mir zu nichts, wenn du spielen willst. Schnucki, gleich können wir spielen. Finde ich jetzt gerade nicht. Schade. Aber ich glaube, die kamen auch so 1,50. Weil die hier... Die kam 1,51. Die sehe ich hier gerade. Zwei Blätter? 1,52. Da sind zwei Blätter drin? Echt? Ach so, hier erstmal die... Wo sind die Nummer? Nummer. Hier. Die Nummer. Sind hier auch zwei Blätter drin? Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ach oh, hier steht drauf. Zwei. Tatsache, da sind wirklich zwei drin. Jetzt sehe ich das erst. Jetzt will ich trotzdem mal gucken. Da sind wirklich zwei drin. Ich habe gedacht, ich krieg nur einen. Ich sollte mal besser gucken. Schön. Freue ich mich. Und die Eulen. Die sind natürlich auch... Mit der Brille ist ja geil. Ah, cool. Schön, schön. Ja, da sind auch zwei drin. Klasse. Ah, mit Brille. So, was haben wir hier noch? Ach, genau. Natürlich mal wieder hellblau. Wie hellblau? Die hatte ich doch schon bestellt gehabt. Das verwundert mich jetzt gerade. Ich hatte doch schon welche. Habe ich die jetzt nochmal bestellt? Die waren auch wieder im Sale, das weiß ich. Auch für 91 Cent, aber ich wundere mich gerade. Ich hatte ja letztens schon welche bestellt, in hellblau. Und die sehen auch aus wie hellblau. Nee, die sind blau angeblich. Ich finde das aber, wie ich nehme mal jetzt die hellblauen im Vergleich. Das ist doch genau dasselbe. Da kann mir doch keiner sagen, dass das hellblau ist und das blau. Ich sehe hier keinen Unterschied, ehrlich nicht. Naja, na gut. Schade, okay. Ich dachte, sie sind etwas dunkler. Habe ich noch mehr hellblaue. Auch nicht schlimm. Da habe ich zweimal von bestellt. Wie gesagt, waren im Sale gewesen, sind ja jeweils zwei immer drin. Einmal die. Und einmal die bunten, die habe ich noch nicht. Ich habe ja letztens auch die silbernen bestellt. Leider waren die nicht mal vorrätig. Ich denke, die kommen jetzt dann irgendwann bald, weil hier sind sie nicht mit drin. Das sind die bunten, die kamen auch 91 Cent. Finde ich auch ganz hübsch. Sowas habe ich noch nicht. Ich habe die alle nur einfarbig. Ist auch sehr schön. Auch zweimal. So. Dann... haben wir hier noch ein schönes Organza-Säckchen. Kriege ich komischerweise nicht so oft. Ich sehe bei euch immer Organza-Säckchen. Ich kriege die komischerweise nie so oft. Weiß nicht, vielleicht bestelle ich immer zu wenig oder bin ich special genug? Nein, Quatsch. So. Die wollte ich mir unbedingt mal angucken. Die kam auch nur 91 Cent. Das sind Magneten. Schmetterling, Kühlschrankmagneten. Die wollte ich unbedingt, ich habe auch wenig, ja, was heißt wenig Magneten, aber ich will mir Sachen an den Kühlschrank machen und kann es nicht, weil ich keinen Magnet da habe.
Und renne jetzt nicht extra zu einer Nürna und hole mir irgendeinen Magnet. Nein. Das ist einfach... Einfaches Papier mit einem kleinen Magneten dran. Hält. Ich habe hier oben diese Magnetwand drüber. Also er hält, auf alle Fälle. Es sind viele verschiedene drin. Also süß sind sie, auf alle Fälle. Und für 91 Cent. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hier drin sind. Ich packe die jetzt einfach mal aus und zähle mal nach. 1, 2, 3, 4. Der ist auch schön. 5, 6, 7, 8. Haben wir einen ganz großen. Hier sind noch kleine. 9, 10, 11, 12. Okay, 12. Jetzt erinnere ich mich auch irgendwie dran. Was haben wir hier noch? Klebepunkte. Falls ich die nicht per Magnet benutzen möchte, sondern mit Klebepunkt. Ist auch schön. Ist natürlich auch toll. Und die sehen jetzt alle anders aus, ne? Das ist natürlich toll, 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 toll. Schön, schön, schön. Schiebe ich die erstmal beiseite. So, was haben wir hier noch? Genau. Dieses Stoffband nochmal in hellblau. Ich wollte nämlich meine Styroporkugeln, vielleicht damit umwickeln und schön verzieren. Die kam jetzt auch nicht teuer. 10 Meter, 1,10 Euro. Also, das ist nun wirklich kein Preis. Schnuggi, der will schon wieder hierher springen. Aber du bist denn lieb. Nicht, dass du hier wieder rumspinnst. Dann haben wir das Ganze nochmal in weiß. Da kam... Ne, Schnuggi sitzt auf dem Preis. Die kam auch 1,10 Euro. Genau. Auch sehr schön. Sehr schön. Da freue ich mich. Schön, 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 schön. Nee, Spazi. Guck. Ja. Dann halt nicht. So. Dann, ach genau. Die, oh Gott. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob die im Sale waren. Material, nee, das nicht. Weil, Antikbronze, uff. Jetzt finde ich die natürlich nicht auf Anhieb, war ja klar. Und schade, ich finde es jetzt nicht, ob die im Sale waren, aber ich glaube ja, oder nee, ich glaube, die waren im Sale, die silbernen, und die bronzenen habe ich mir dazu gekauft, oder waren beide im Sale? Ah, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, eins davon kam, oder beide kamen 91 Cent. Sehr schön. Habe ich noch nicht sowas? Wollte ich mir unbedingt mal bestellen. Kann man ja wirklich alles verschönern mit 50 Stück drin. Die sind natürlich klasse. Und dann nochmal in Bronze. Ich finde die nur geil. Sehr schön. So, auch 50 Stück. Dann... Oder waren die nicht im Sale? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich finde es auch nicht. Es war viel im Sale. Wenn ich das Stempel Bronze Triangel... Ist das vielleicht das, was nicht im Sale war? Also eins von denen kam 1,43. Das ist auch sehr schön. Also, so toll gearbeitet. Da kann man echt nicht meckern. 50 Stück. Schnucki, der fummelt in meinem Tee rum. Hey, Pfeffi-Tee, ne? Magst du. So, dann, ach genau, die kam auf alle Fälle 91 Cent, weil die wollte ich unbedingt mal mitnehmen. 20 Stück. Diese, ja, genau, ich komme gerade nicht aufs Wort. Ah, ihr wisst, was ich meine. Ah, nee,
finde ich gerade nicht das Wort. Das kommt nachher dann. Viele verschiedene Designs. Sehr, sehr schön. Und für 91 Cent kann man dann auch nicht meckern. Das ist auch sehr schön, ja. Die Mietz lenkt mich voll ab. Der fummelt hier in meinem Tee rum. Jetzt trinkt er meinen Tee. Ja, Pfefferminze, Schnucki. Fein. Ach, Schnucki-Maus. So. 500 Pailletten. Die kamen auch 91 Cent. Sehr schön. Habe ich auch noch nicht. Ich habe nur diese kleinen. Und auch nicht so diamantenmäßig. Weil die sind ja wirklich aus wie Diamanten, wie kleine Diamanten. Schön. Sehr schön. Und was haben wir hier noch? Ach, genau. Das kam auch 91 Cent. Das sind zwei Armbänder. Da dachte ich mir vielleicht für meine Schwester, die hat ja auch bald schönes Organza-Säckchen. Ich dachte gerade, hey, rosa habe ich nie bestellt. Nee. Weil ich kann es leider nicht tragen. Ich habe eine Nickelallergie. Das würde nicht gut kommen. Aber meine Schwester. Für 91 Cent. Das kriegst du ja hier nicht im Laden. Das fässt sich sogar. Das ist bestimmt auch Kunstleder. Dann hier dieses unendliche Zeichen. Doch. So als Beigabe, so als, ne, nicht als Hauptgeschenk, aber so als kleines. Oder für meine Nichten. Für meine große Nichte. Wäre auch was. Werde ich mal sehen. Wie gesagt, nicht für mich. Ach, für 91 Cent kann ich da mitnehmen. So, die Nummer hatte ich euch gezeigt, ne? Und dann, das war das Letzte. Das ist das Letzte. Tatsache. Habe ich mir nochmal Draht mitgenommen, weil ich noch ein paar Blumen machen wollte. Und grüner Draht ist natürlich dann ideal gleich für den Stängel. Das kam auch nur 91 Cent. Weiß ich gar nicht wie. Das ist sehr dünn. Sehr dünn. Das müsste ich doppelt dreifach nehmen. Direkt Draht, jetzt muss ich mal schauen. Sieht er aus wie. Oh, entschuldigt bitte das Knistern. Ist aber laut. Ist das direkt Draht? Doch. Naja, es hält nicht so gut. Ups. So gut hält es nun nicht. Als Draht würde ich das jetzt nie bezeichnen. Nee. Nee, also. Nee. Das ist kein direkter Draht, aber kann ich bestimmt auch gut verwenden. Sag mal, Spatzi, willst du aufräumen oder was? Ja, 91 Cent. Wie viele Meter waren das? Bestimmt auch 10 Meter oder sowas. Weiß ich nicht, ich finde es nicht. Wie gesagt, die Liste ist gar nicht lang und ich finde es trotzdem nicht. Naja, was soll's. Das war's. Unfassbar. So viel ist es gar nicht. Insgesamt habe ich hier bezahlt. Wie gesagt, war ja alles im Wochenenddeal. 20,50 Euro. Also es geht. Also ich finde, für die ganze Menge ist das vollkommen in Ordnung. Gewartet habe ich jetzt. Ich habe es bestellt am 6. Heute ist der 16. 10 Tage. Finde ich vollkommen okay. Finde ich toll. Ja, das war's dann auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag, habt eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi!